ersten Ausstellung im neuen Jahr 2020, eine Dialogausstellung zwischen dem Werk von Friedrich Hundertwasser und Egon Schiele mit dem Titel Imagine Tomorrow. Wie Sie vielleicht wissen, es ging ja schon in den Vorankündigungen durch die Medien, war gestern der 20. Todestag von Friedrich Hundertwasser und es ist die einzige, auch international betrachtet, große Ausstellung, die wir hier im Leopold-Museum zeigen dürfen. Wir machen das nicht monografisch, wie Sie gelesen haben, sondern eben in einer Dialogausstellung mit Egon Schiele. Das wird vielleicht auf den ersten Blick einige verwundert haben bei der Ankündigung, weil es nur in kleinen kunsthistorischen Kreisen in der Literatur zwar bekannt ist, aber es ist sozusagen noch nicht so bekannt, dass man weiß, wie stark die Affinität war von Friedrich Hundertwasser gegenüber Egon Schiele. Da gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte, das zeigt diese Präsentation sehr gut, ob das jetzt auf motivischer Ebene ist, thematisch also, oder auch formal-ästhetisch, also im Umgang mit Linie, mit Fläche, mit dem Kolorit, oder eben auch was diese zahlreichen Themen betrifft, die hier in der Ausstellung aufgegriffen werden. Themen wie zum Beispiel der Zugang zur Natur von beiden Künstlern, also dieses animistische, die Naturmystik. Und da darf ich Ihnen ganz kurz zwei Zitate von beiden Künstlern vortragen, die Bände sprechen, wie ich denke. Schiele schreibt 1913 an seinen Mäzen und Sammler Franz Hauer folgendes. Zitat: Hauptsächlich beobachte ich jetzt die körperlichen Bewegungen von Bergen, Wasser, Bäumen und Blumen. Überall erinnert man sich an ähnliche Bewegungen im menschlichen Körper, an ähnliche Regungen von Freuden und Leiden in den Pflanzen. Einige Jahre später, 1949, schreibt Friedrich Hundertwasser in einem Brief an seine Mutter aus Paris nach Wien, Else Stowasser, folgendes, auch zum Thema der beseelten Natur, Zitat, Hundertwasser, täglich fühle ich tiefer all die Dinge, die mich umgeben. Beinahe könnte ich sagen, ich verstünde ihr innerstes Wesen, wie eine Zwiesprache zwischen den Dingen und mir. Und die Menschen sind gar nicht so verschieden von den Bäumen und Gräsern. Also dies nur eines von vielen Beispielen, wo man die Seelenverwandtschaft, die wir in dieser Ausstellung zu einer Wahlverwandtschaft sozusagen gemacht haben und sehr viele Dialoge auch initiierten, eines dieser Beispiele, die begründen soll, auch warum es absolut Sinn macht. Andere Themen sind zum Beispiel der Künstler als Prophet, als Mittler, als Seismograf, als jemand, der in der Funktion des Künstlers auch die Aufgabe hat, Gesellschaft zu verändern. Weitere Themen sind natürlich auf formaler Ebene oder ein wichtiger Aspekt, der zweite Raum, werden Sie sehen, auch zur Selbstinszenierung, zur Selbstdarstellung. Alexander Matz hat einen wichtigen Beitrag im Katalog auch zum Thema der Mythosbildung beispielsweise geschrieben und. Ich darf in dieser Runde mich ganz herzlich bedanken, auch natürlich ist jetzt noch niemand da von der Hundertwasser-Stiftung. Ohne die Stiftung wäre dieses Ausstellungsprojekt in dieser Form nicht möglich gewesen. Einerseits, weil wir sehr viele Leihgaben bekommen haben, andererseits, weil wir auch dadurch die Quellen von privaten Leihgebern, insbesondere aus Frankreich, eruieren konnten oder vermittelt bekommen haben. Viele dieser Werke sind zum ersten Mal überhaupt in Österreich, weil Hundertwasser 1949 nach Paris gegangen ist und dort auch durch Galerien vertreten war, dort verkauft hat. Also das ist sehr schön, viele Werke auch von internationalen Museen zu haben. Centre Pompidou, Guggenheim, Peggy Guggenheim hat Hundertwasser gesammelt oder auch das Dedelic Museum. Ich freue mich auch, Herr Bartel Broch in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Er hat die sogenannte Hamburger Linie, eine bedeutende in die Kunstgeschichte eingegangene Aktion hier reinszeniert mit 18 Studenten der angewandten Kunst, eine Kooperation mit der Angewandten. Diese Geschichte hat drei wesentliche Momente, denke ich. Zum einen ist sie eine historische, gar keine kunsthistorische zunächst. Also man kann einfach sehen, 1948 kommt Hundertwasser an die Akademie der Bildenden Künste. Da gibt es zwei wesentliche Gedächtnisausstellungen zum 30. Todestag von Egon Schiele. Er ist in der Klasse von Robin Andersen, der mit Schiele in der Kleinkunstgruppe war 1910 und der einen recht anderen Weg um das
simpel zu sagen, gemacht hat in seiner Malerei. Und da sieht Hundertwasser, auf welchem Niveau der Schiele ist, auf welchem Niveau der Andersen sein eigener Lehrer ist. Und er sagt sich, der Schiele ist mein Lehrer. Und das zieht aber konsequent sein ganzes Leben lang durch. Und man kann das sehr schön mit den Archivstücken, die wir zum ersten Mal aufarbeiten konnten aus der Stiftung Hundertwasser, kann man das empirisch belegen. Es ist also keine Geschichte, die sozusagen kunsthistorisch als stilgeschichtlicher Vergleich ausgedacht ist, sondern es ist eine biografische Realität. Und Hundertwasser hat auch, was in der Ausstellung weniger zu sehen ist, natürlich hat auch die internationale Anerkennung von Schiele extrem gefördert, parallel zu Rudolf Leopold. Das ist eine ganz interessante Geschichte, dass beide, sozusagen Hundertwasser als Förderer von Schiele, ist parallel zu Rudolf Leopold als Sammler und Förderer von Schiele, und beides setzt sich dann so in den späten 60er, in den 70er Jahren international durch. Also es gibt eine historische Geschichte, es gibt eine ästhetische Geschichte, weil Hundertwasser lernt die Kunst an Schiele, ganz bewusst, auch in den Farben, im Kolorit, in der Formensprache, und das haben wir versucht in der Ausstellung sozusagen aufzuziehen. Und die dritte Ebene ist die ökologische Geschichte. Beide haben ein ganz eigenartiges Verhältnis zur Natur. Bei Hundertwasser ist er eindeutig animistisch, also er hat ja zu jedem Baum auf der Judaica, an der Hahnsäge, in Neuseeland, zu jedem Baum individuell gesprochen, jeden Tag. Und nicht nur das, es war wirklich ein animistisches Naturverhältnis, das auch seinen enormen Einsatz zur Bewahrung des Planeten, wenn man das so nennen will, erklärt. Und bei Schiele gibt es das gleiche animistische Naturverhältnis, und von da haben sich die beiden enorm korrespondiert. In den öffentlichen Äußerungen von Hundertwasser findet man auch diese Korrespondenz ganz regelmäßig. Als Hundertwasser 1962 im österreichischen Pavillon Venedig aufstellt, die erfolgreichste Pavillon oder Halbpavillon, Avramidis war auf der anderen Seite auch sehr erfolgreich, den es überhaupt gab von Österreich in Venedig 1962. Es schreibt im Hundertwasser an die Wand über seine Bilder: Mein Lehrer ist Schiele. Und auf dieser Ebene und auf vielen anderen hat Hundertwasser Schiele propagiert, und die Durchsetzung Schieles ist sozusagen parallel zur Durchsetzung Hundertwassers in der internationalen Kunstwelt. Und was durch die Kraft des Museum Leopold auch hier in der Ausstellung möglich ist, ist Hundertwasser international zu zeigen, mit ganz vielen internationalen Leihgaben aus dem Stedelijk Museum, aus dem Centre Pompidou, Musée National d'Art Moderne, aus der Sammlung Peggy Guggenheim, wo Hundertwasser der einzige österreichische Künstler ist, der von Peggy Guggenheim gesammelt wurde. Und diese Dinge, diese unglaubliche Präsenz von Hundertwasser, die künstlerisch völlig begründet ist, sozusagen, wird in der Ausstellung, glaube ich, zum ersten Mal seit langer Zeit gezeigt. Ein bisschen war es so, wenn man mit Hundertwasser irgendwann gesprochen hat, dass man das Gefühl hatte, er wusste, dass er in Österreich und in Wien ausgegrenzt ist. Er wusste aber, dass er für die Leute arbeitet, nicht für die Kunstkritiker. Glaube ich, das war ganz bewusst. Er war ein extrem intelligenter Mensch. Und er wusste aber, wenn er für die Leute arbeitet, kommt er irgendwann in der Kunstgeschichte an. Und irgendwie sind die 2000er, 2020er Jahre vielleicht die Zeit, wo er dann auch mal in der Kunstgeschichte ankommt. Wie es heute schon mehrfach angeklungen ist, Leben und Werk.